herzlich willkommen zu einem neuen Videoblog, Leute. Bin mal wieder unterwegs. Ja, das andere Video gerade rausgebracht und habe gedacht, ich mache dreh mal wieder. Auf jeden Fall, ich bin jetzt Richtung Schleswig unterwegs. 10:30. Es ist frisch. Wir haben gerade mal 4 oder 5 Grad über die Autobahn gekachelt. Ein bisschen. Und die Reifen warm gefahren. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Euch hat mein letztes Video gefallen. Na, jetzt aber zack, der Vogel. Und falls ihr noch Fragen habt zum Bike oder irgendwas oder was Preise angeht, dann müsst ihr mich mal privat anschreiben oder so anschreiben. Ich antworte auch, das wisst ihr. Ja, macht schon Spaß. Muss ich ganz ehrlich sagen. Man muss echt noch vorsichtig sein wegen der... Oh Mann, das ist ja auch eine Straße. Ja, wegen der Kälte einfach. Es hat heute Nacht gefroren. Ich muss gucken, wo noch glatte Stellen sind, wo die Sonne noch nicht hingekommen ist. Das verkennt man auch mal ganz schnell. Und wenn ihr so Baumalleen habt, dann geht runter vom Gas, ne? Ihr müsst niemandem was beweisen. Ganz bestimmt nicht, auch wenn ihr mal in der Gruppe fahrt. Das versteht jeder, ne? Ist das ein geiles Wetter, die Sonne, echt du. Nur noch ein bisschen Wärme dazu, wäre alles gut. So, dann kacheln wir gleich noch mal ein bisschen über die Autobahn längs. Schauen wir mal, ne? Sag was auf der Straße, ey Leute, man muss so aufpassen. Ständig hinter sich gucken. Sachen. Die anderen wollen auch nicht schneller heute.
Gleich seht ihr ein Schild, das will ich euch erklären. Da steht 120 Bodenwellen nur für Motorradfahrer. Das heißt, ich darf nicht als mehr als 120 fahren, weil ja, die Straße hier so neben ist. Die haut einen einfach weg dann, ne? Das wollen wir ja auch nicht. Wir gehen mal rüber, damit die Autofahrer, die schneller sind als ich, weil hier unbegrenzte Geschwindigkeit ist, auch an mir vorbei rauschen können. So, hier ist sie jetzt gleich wieder aufgehoben. Wie gesagt, ist nur für Motorradfahrer gedacht oder für Zweiradfahrer. Den Geschwindigkeiten, da reicht eine ganz kleine Gewichtsverlagerung, um in die andere Spur zu kommen, Leute. Voraus bei der Geschwindigkeit. Ich meine, wenn es mich umhaut, dann kann ich sowieso nichts mehr machen. Aber ja, und denk an den Windschatten von den LKWs, dass ihr immer einen in die Seite bekommt, wenn ihr rauskommt aus dem Windschatten. Dann bitte ruhig bleiben, das ist völlig normal. Rechtzeitig vom Gas. Man bremst anders als mit einem PKW, ganz ehrlich. Das haut einen so nach vorne. Na, also denk da dran. Also die Motorbremse bei der Honda ist schon gut. Na, ich brauche nicht irgendwie, reicht vom Gas zu gehen. Dann wird sie schon schnell langsamer. Es ist ja so, es kann ja mal passieren, dass man echt seinen Geldbeutel oder so vergisst. Das ist dann auch kein Problem, wenn ihr tankt und ihr habt da nichts dabei, wenn ihr euch ausweisen könnt. In der Regel wird der Führerschein oder Personalausweis dagelassen, dass ihr dann eben heimfahrt und euch diese Geldkarte holt oder Bargeld, wie auch immer. Aber ich hatte ja nun nichts dabei. Ich hätte vielleicht mein Handy da als Pfand lassen können, aber gut, das
Weiß ich nicht. Ich wollte auch nicht fragen groß. Ich habe dann zu Hause angerufen und habe mir erstmal großes Gelächter eingefangen. Unglaublich. Echt. Unglaublich. Sowas bringt auch nur ich fertig. Jetzt musste ich da eine Dreiviertelstunde warten bei der Tankstelle, dass ich da sozusagen ausgelöst worden bin. Nee, meine Papiere habe ich dann bekommen und dann war alles gut. Aber die Dame an der Tankstelle hat auch irgendwie lachen müssen. Sie sagt, ja, sagt sie, es ist schon bitter. Oh, Kinderschnee. Echt, ich habe die Schnauze voll. Oh, ich fahre jetzt nach Hause. Oh. Ich fahre jetzt nach Hause. Ich wünsche euch was. Und macht es besser als ich, bitte. Guckt immer vor der Fahrt, dass ihr alles dabei habt. Echt. Es gibt ja auch dieses mobile Bezahlen. Genau, da habe ich mir die App schnell raufgespielt und habe gedacht, ja, dann machst du es mit deinem Handy jetzt eben, ne, so ganz modern. Aber wenn man seine Kontonummer und nichts aus dem Kopf weiß, dann bringt einem das herzlich wenig. Oh, Kinderschnee. So, ich melde mich ab. Ihr müsst ja mit mir nicht zum 100. Mal durch den Tunnel fahren. Macht es gut, ich melde mich wieder.